Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Und ich wollte mich auch mal wieder melden und euch zeigen, was ich in letzter Zeit gebaut habe. Nämlich eine kleine Erdfarm. Ich habe es auch mal da hinten versucht, in einem weitaus größeren Maßstab, aber das wäre dann doch zu heftig gewesen. Wir haben jetzt hier einen Pflanzer mit Setzlingen drinnen, der setzt die wieder automatisch. Haben hier einen Ernter. Das hier sollte eigentlich noch eingeschaltet sein. Ach, wahrscheinlich, weil ich einen vorgesetzt habe. Ich habe es mit einem anderen Upgrade versucht, aber das hat nicht so funktioniert. Hier sind jetzt im Ernter und hier im Pflanzer Lapislazuli Upgrades drinnen. Die sind natürlich mit Strom verbunden. Wie man das macht, habe ich euch ja schon in einem anderen Video gezeigt. Und hier mit Item Ducts. Hier wird quasi alles rausgesogen, was der Ernter erntet. Das kommt in diese Sammelkiste. Hier das Laub geht über diese Item Duct. Hier in diese Barrels, also Fässer. Und über diese Item Duct in diese Fässer wird da automatisch in Erde umgewandelt und geht dann hier rüber in diese Kiste. Dafür sind hier überall wieder die pneumatischen Servos drinnen. Und ihr seht hier Whitelist Eichenlaub. Whitelist Eichenlaub. Hier unten drunter haben wir auch wieder die Item Ducts mit Eichensetzlingen. Ja, das muss auf Whitelist, damit die hier wieder zurückgeschickt werden. An dem Pflanzer und hier wird Eichenholz und Äpfel rausgesogen. Da sehen wir jetzt schon Eichenholz. Die hier sind auch mit den pneumatischen pneumatische Servos aktiviert. Hier Blacklist Apfel, dass hier nur das Holz reingeht. Und hier Whitelist Apfel, dass hier die Äpfel reingehen. Das läuft so automatisch durch und mit einem Chunkloader könnt ihr das Ganze auch, hier sieht man schön, wie alles abgeerntet wird. Hier geht das jetzt alles in die Kiste. Jo, und mit einem Chunkloader funktioniert das Ganze auch durchgehend. Das passiert jetzt immer wieder. Es dauert erst ein bisschen, bis der Ernter an dem Punkt angelangt ist, bis der Baum ist. Oder besser gesagt, wo der Baum ist, aber so. Da war jetzt kurz leer und ist wieder ein neuer Setzling da. Das Ganze, der Ernter braucht jetzt nicht so lang, um da durchzugehen, weil es auch ein kleines Feld ist. Wenn wir uns mal die Farm da hinten anschauen, die ich mal probiert habe. Die ist ja schon um einiges größer. Und da dauert es auch wirklich lang, bis der Harvester mal irgendwas findet. Auch hier ist Erde und Holz. Da hat sich jetzt noch ein bisschen Eichenlaub dran geschlichen. Jo. Und das war's. Wie man die ganzen Ernte und Pflanze und alles craftet. Könnt ihr hier wieder direkt sehen. Plastik, Kolben, Maschinenrahmen, Blumentopf. Jo. Und das war's.